Schön, dass ihr wieder dabei seid hier beim T-Bones Spezial, würde ich mal sagen. Das müsste jetzt die zweite Folge am Montag sein, die ich euch versprochen habe. Ja, die tägliche Herausforderung, gewinne ein Spiel. Das heißt, wir nehmen irgendwas, was wir auch gewinnen können. Was nehmen wir da? Gefecht. Besiegt mehr Gegner als das andere Team, um die Schlacht zu gewinnen. Ja, ist wohl so teamabhängig. Ja, so ist das Gleiche. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Hier geht's richtig zur Sache. 20 gegen 20, liebe Freunde, ja. Haltet euch fest. 20 gegen 20. Kennen wir davon irgendwen? Haben wir damit schon mal. Oh Gott, ey. Immer wenn man mal was durchlesen will, ist das Bild auf einmal weg. Außenposten Beta. Setze alle erforderlichen Mittel ein, um den Feind zurückzudrängen. Erobere seine Kontrollpunkte, während du deine eigenen verteidigst. Ja, kriegen wir hin. Nach dem Einsatz einer Sternkarte kannst du diese erst wieder nach einer bestimmten. Nee. Okay. Kim Jong-un ist bereit. Wir sind auch bereit. Rein. Start. Gut. Jawohl. Mann, ich will auch. Es wird. Kinder, es wird Zeit. Es wird einfach nur Zeit, dass wir Level 30 kommen. Die imperialen Truppen überrennen uns. Wir verlieren den Kontrollpunkt. Was? Wir überrennen uns. Die Spione haben Darth Vader in eurer Zone gesehen. Halt Darth Vader? Hör auf. Ohne. Imperiale Einheiten in der Zone. Also ich sehe ja niemanden. Mal schauen, was wollt. Hallo, lass mich los. Wieso ist der Typ Darth Vader? Darf jeder mal einen Helden spielen oder was? Alter, Vader, du. Diese imperialen Eimerköpfe übernehmen gleich einen Kontrollpunkt. Alter, wie man einfach aus dem halben Meter durch das scheiß Zielfernrohr guckt. Ist nicht dein Ernst? Okay, Skywalker ist eingetroffen. Nice! Da kann Vader auch nicht mehr viel tun. Na du schwuler Hundebums. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Verteidig den Kontrollpunkt, überlass ihn nicht dem Imperium. Ja, ich muss so voll 10.000 Mal. Kommt der denn da? Ich muss mich. Okay, Entschuldigung. Ich konzentriere mich gerade nicht. Ich konzentriere mich jetzt, okay? Geh weg! Zurückziehen? Warum sollte ich? Erobern wir den Kontrollpunkt. Okay, dann erobern wir den mal. Verdammt sind das viele! Kontrollpunkt wird gesichert. Wo denn? Ich hab noch irgendein Laserschwert. Oh, Vader ist ja immer noch am Leben. Kann hier mal einer umbringen? Okay. War zwar nicht Vader, aber wir haben ihn umgebracht. Positiv. Was haben wir? Wir haben Vader. Hä? Man sieht die überhaupt nicht, die Typen. Mit ihrem Tarnumhang. Unsere Leute übernehmen einen. Aber Vader ist tot. Das ist gut. Und Luke lebt. Das ist noch besser. Ja, schön. Haha. So. Ja, okay, ein Lutscher. Mensch! Alter! Was müssen wir denn? Ah, hier dieser Kreis auf der Map. Ah, den müssen wir erobern. Sehe ich das erstmal? Wo denn? Halt! Hab ich gerettet? Ja. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Oh, sie ist gegenseitig getötet. Rang 11, nur noch 2! Nur noch 2, Freunde! Nur noch 2 Ränge. Okay, den haben wir. Schießen die Dinger hier auch? Solo,
verstehe es nicht. Sind die random? Oder sind die für das Gegner, oder sind die für irgendein Team? Also helfen die uns? Helfen die denen? Sind die einfach nur da? Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Wo denn? Aber irgendwie getroffen, nö. Gut. Alles klar. Den müssen wir definitiv verteidigen, Freunde. Wenn wir alle 5 haben, haben wir dann gewonnen. Ich weiß es. Erbitte sofortige Luftunterstützung. Geiler Scheiß. Was kann ich jetzt machen? Die sind alle in dem Haus drin. Wie kann ich denen helfen? Der gönnt einem auch überhaupt nichts, der Kumpel. Nichts. Ich möchte nochmal ein Flugzeug. Gib mir noch so ein Ding. Wo sind denn die hier? Wo gibt's hier so eine blauen Dinger? Ja, lass mich doch hier einfach einsteigen in das Ding. Wir besetzen den letzten Kontrollpunkt. Wow, Headshot. Easy. Was ist das? Egal. Kann man einmal die Alarmanlage ausmachen? Mal 3 wird erobert. Dann brauchen wir nur da nicht hingehen. Oder haben wir dann gewonnen? Haben wir jetzt gewonnen? Jo, wir haben gewonnen. Easy. Herausforderung abgeschlossen, gewinne ein Spiel. Ha! 15, Junge. Wir waren die Besten, Freunde. Die Besten. Lasst euch ja nichts anderes erzählen. War das schön, das Spiel. Ja, wenn es am schönsten ist, dann auch. Nein. Eine Runde schaffen wir noch, Freunde. Eine schaffen wir noch. Rang 11. Gut. Na komm, lass noch. Also, naja. 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 Naja, Erfahrungspunkte lassen trotzdem zu wünschen übrig. 4, ja, naja. Aber wir sind immerhin schon Rang 11. Also ist nicht mehr weit. Auch wir schaffen es bald, Freunde. Bald können wir hier durch die Lüfte fliegen. Oh. Können wir. Was gibt's hier Neues? Zweite Hand. Es ist quasi aus zweiter Hand. Habt ihr verstanden? Habt ihr verstanden? Kontaktgranate. Nice. Gut, Spiel beitreten. Gut, ja, gut. Ja, und ja. Bumm! Okay. Ich bin nervös. Seid ihr es auch? Ich hoffe es. Okay, ich komme. Warte. Was schießen die denn jetzt schon? Wir erobern jetzt erstmal das da. Kontrollpunkt wird gesichert. Alter, sind die schnell. Wie sind denn die da so schnell hingekommen? Unser Primärziel ist die Sicherung dieser Kontrollpunkte. Ach. Feinde um 12 Uhr. Jo. Kote. Du alter Muschkote. Haben wir den Kontrollpunkt schon? Ne, noch nicht. Wir sind aber nah dran. Ah ne, es steht bloß noch einer von uns. Okay, das ist nicht so gut. Das ist nicht so nah. Zumindest nicht so nah, wie es mir erhofft. Oh, jetzt sind 3 von uns da. Das ist gut. Habe ich. Unterstützung ist da. Wir halten einen Kontrollpunkt. Gut gemacht. Nice. Weiter vorrücken, sie ziehen sich zurück. Jetzt werden die Rebellen den Zorn von Lord Vader spüren. Ah, den haben wir trotzdem noch bekommen. Hab ich ihn aber jetzt geholt, dann hat ihn jemand anders erschossen. Nee, das war gar anders, okay. Schade.
da ist er, den holen wir uns. Oh, was, was, was? Was? Den holen wir aus der Luft, Junge! Naja, nicht ganz. Aber geholt haben wir. Das ist die Hauptsache. Können wir jetzt mal hier irgendwas erobern? Okay, da ist Action, da gehen wir hin. Haben wir noch wen getroffen mit der Granate, eventuell? Vielleicht noch irgendwie? Nee, okay. Oh, unser Kontrollpunkt ist umkämpft. Okay, wir haben ihn wieder. Dann erobern wir uns mal den anderen. Den da. Ich sehe das überhaupt nicht ein, dass sie hier einen bekommen. Los, lass uns den holen da. So. Vorrücken. So. Da ist noch einer. Haben wir geholt. Da kommen sie alle. Junge! Alter! Wie haben wir das überlebt? Nice. Los, 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 heil dich. Wow, hier sind sie alle. Wir sind direkt am Spawnpunkt. Blöd. Ja, nee, lauf. Oh, ich lauf immer noch hinterher. Wo sind die anderen Kontrollpunkte? Also, wir haben einen, die haben einen. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Erzähl doch nicht, wo denn? Okay, da müssen wir hin. Mal zwei schon. Oh, da müssen wir hin. Mal drei. Oh, wir müssen uns beeilen. Mal vier. Gegen vier können wir nicht viel machen, aber. Oh, vielleicht ja doch. Habe ich ihn noch gelegt? Ja, okay, auch keinen mehr erwischt. Das ist blöd. Das läuft jetzt gerade nicht so. Wir liegen hinten. Wir liegen hinten, aber das hat nichts zu bedeuten. Den holen wir uns einfach wieder. Ja, ja, verdammt, ich dachte, ich bin schneller. Ich dachte eigentlich, ich kann noch über die Granate drüber werfen, drüber laufen, bevor die explodiert, aber hat nicht so gut funktioniert. Was nicht so schlimm ist. Weil. Es ist doch schlimm. Was schießt ihr denn hier? Ach, da oben ist ein Eingang. Lass mich da hoch. Ja, wir müssen alle zusammen rein. Nee, danke, rein. Warum bin ich tot? Was ist denn das? Ich habe mich doch mal hinter dem versteckt. Also, ja. Ganz männlich, wie es ist. Habe ich mich. Ja. Also sind die AT-ATs definitiv auch nicht zufällig da, sondern die werden mit 100%ig Ruf hinaus, wie man halt hier Flugzeuge rufen kann und sowas. Okay, wir haben was? Ist Luke Skywalker gerade gestorben oder ist er jetzt da? Ich könnte jetzt so schnell nicht lesen. Aber ist auch egal, den brauchen wir nicht. Oh doch, da ist er. Fett zur Unterstützung rekrutiert. Opa? Das ist doch nett. Nicht so wie Luke, aber nett. Ja. Der Moment, wenn man mitkriegt, dass man seinen Player hätte laden sollen vorher. Oh, warte mal, warte mal, da hinten ist irgendwas Rotes. Da ist irgendwas Rotes. Okay, das ist weg. Ja, aber nicht den hier, mein Freund. Nicht den hier. Okay, wir lassen Luke. Ne, lass mal Luke in Ruhe oder verfolgen wir den jetzt bringen um. Mach mal das da kaputt, was auch immer das ist.
Oh, jetzt kommen bestimmt gleich hier ein paar Leute. Oder? Nee. Was sind denn die? Oh, wir verlieren da schon wieder was. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Na los denn, zurück erobern, Attacke. Wie wir einfach so gar nichts treffen. Oh, hier ist er ja schon. Ja, eine Granate in so einem Gang ist halt ziemlich stark. Muss man ja lassen. Ist egal, also der Kontrollpunkt, der ist machbar, der ist direkt hinter dem Tunnel, von daher kann man da schon was reißen. Sie wollen einen Kontrollpunkt übernehmen. Schlag was? Sie zurück. Wo denn? Die Rebellen kontrollieren das Schlachtfeld. Wir müssen sie zurückschlagen. Ist okay, wir sind dabei. Oh, verdammt. Es ist aber keiner mit da. Es hilft mal keiner von unserem Team hier irgendwie. Der das ist das Ende von Skywalker. Okay, das ist positiv. Und dieser armseligen Rebellion. Ja, okay, ob es jetzt vielleicht eine Rebellion ist. Aber Uwe Skywalker ist schon mal tot. Ja, die Granaten hier in diesen Tunneln, das ist halt echt. Wir müssen uns mal, kann man nicht von der anderen Seite irgendwie daran? Nö, wen, ja. Merkt ihr was? Die Granaten, die liegen einfach überall, das ist echt zum Kotzen. Wir müssen uns irgendwie, da. Lord Vader ist nice. Vader ist jetzt auch noch da. Jetzt kann die Eroberung starten, liebe Freunde. So. Ah, der campt jetzt auch noch da hinten einer, oder was? Kote campt. Kote fängt an mit campen. Ja. So, wir nehmen das einfach mal. Wo ist das Flugzeug hin? Ist schon wieder weg. Ja, nehmen wir jetzt eins. Alles klar, bin da, mein Großer, bin da. Erstmal holen wir uns den da. Okay, das hat gut funktioniert. Holen wir uns jetzt noch den anderen. Wo ist er? Ja, gut. Ja, es war halt keiner mehr da in der Luft. Mit wem sollen wir denn kämpfen? Es war einfach keiner mehr da. Gehört er zu uns? Ja, der gehört zu uns. Den hätte ich viel lieber. Mit dem macht es bestimmt mehr Laune, hier rumzulaufen. Flugzeuge macht halt hier nicht viel Sinn, weil irgendwie geht eh alles drinnen ab. Also, warum sollte ich hier draußen rumfliegen? Okay, das war knapp. Okay, den haben wir. Lebenstechnisch müssen wir mal kurz weichen. Alles klar, da waren noch kaum viele. Okay, warte mal, wenn jetzt alle hier sind, dann müssen wir uns halt mal einen anderen Weg suchen. Das heißt, dass andere Räume eventuell gerade frei sind. Da ist noch ein Flieger. Den holen wir uns mal noch schnell. Können wir uns gerade nicht brauchen. Oder brauchen wir den? Nee, nee. Nice. Mal eben Skywalker getötet. Meine Herren, du. Nimmt hier überhaupt noch irgendwer Kontrollpunkte ein? Oder beschießen sich alle nur noch? Macht mich gerade ein bisschen stutzig, was hier los ist. Also zumindest habe ich von meinem Team irgendwie das Gefühl, dass wir keine Lust mehr haben, hier Stützpunkte zu erobern. Da verlieren wir gerade einen. Auf der anderen Seite erobern wir gerade einen. Aber dass wir den da verlieren, ist gerade das größere Problem. Erobern ist ja cool. Ja, nach 4. Den da verlieren wir gerade. Das ist nicht gut, da müssen wir rein. Los. Oh Gott. Da wäre jetzt halt ein Flugzeug cool, ne? Wenn man halt... Können wir es noch schaffen, den zu verteidigen? Nee, der ist weg. Oder?
Ah, von da. Warum? Mensch, da sind noch drei Leute von uns. Warum schießt da keiner auf die? Wow, wo sind wir denn hier? Okay, das Spawn ist auf jeden Fall random. Ja, sehr random. Okay, der. Nein, 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 nein. Ach, Mann, ey, jedes Mal. Egal. Es ist überhaupt nicht egal. Dieser scheiß Kote. Der regt mich schon ein bisschen auf. Was macht denn der hier? Geil. Ja. Freestyler. Maka maka fong. Eine Kopfschuss-Serie, nice. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Ich finde schon mal schön, dass wir noch zurückgekommen sind hier. Mit unserem. Ach komm. Diese ollen Schutzschilder. Dann kommen sie ja wohl als 10er Reisegruppe. Nur weil sie wohl irgendwelche Rabatte bekommen haben, wenn sie mit Gruppen kommen. Ja, ihr wisst euch mal. Kennt ihr diese Leute, die typischen, lassen uns doch erstmal 10 Mann werden, Hauptsache wir sparen ein bisschen Geld. Ey, was ist denn mit dir nicht richtig, Freund? Geh weg. Gut, meins. Was ist es? Toll. Yeah, ein Infanteriegeschütz. Einer unserer Spitzel in der Unterwelt meldet, dass der Schmuggler Solo in eurer Nähe ist. Lasst ihn nicht entkommen. Verwiss. Sie schicken alles, was ihr habt. Ah, verdammt, da ist er. Ach, das ist eine Dame. Ach, das ist diese blaue Tante hier mit diesem komischen Städter. Diesem komischen. Das Rebellenpack übernimmt gleich eine Kontrollpunkt. Langen blauen Ding. Okay, wir haben sie erledigt. Das heißt übrigens schon mal, dass der Kontrollpunkt safe ist. Ist gut. Aber wir müssen ihn dann erstmal noch zurückerobern. Also noch ist er umkämpft. Wir müssen ihn einfach erstmal zurückerobern. Oder geht hier gar nichts? Okay, wir erobern ihn gerade zurück. Wir bleiben einfach mal kurz hier. Oh, ja. Also mit dem Granatenwerfen ist auch nicht so mein Ding. Das müsstest du aber mittlerweile wissen, also das ist jetzt nichts Neues. Halt! Oh no! Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Oh, wir müssen den Kontrollpunkt unbedingt behalten. Das Spiel ist gleich vorbei, wir können gewinnen. Was ist das? Achso, wir haben immer noch das Infanteriegeschütz. Fuck, wir verlieren gerade den Schützpunkt. Nein, wir sind am Verlieren. Ach ne, die Zeit. Alter, wir sind voll der Heldenkiller. Oh. Oh. Okay. Wir sind aber, glaube ich, schon wieder gut dabei. 21, 26, naja. Geht so. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen jetzt unbedingt irgendwas erobern. Am besten natürlich, dass sie drinnen, weil wir gerade einmal alle hier sind. Können wir hier von der Seite irgendwie ran oder so? Ist irgendwie so ein Weg? Jo, gibt's. Ah, Mann, man kann die nicht bashen, verdammt. Ich dachte, man kann die hier so, ne, ihr wisst, was ich meine. Ihr alten Ego-Shooter-Freunde, ihr. Ja, das ist wahrscheinlich noch Oldschool, das ging. Ne, One-Shot und wenn nicht, dann bashen und Laubsaat ist tot. Wer die schnellste Reaktionszeit hat, gewinnt halt. So war das damals. Ach, verdammt. 25 Kills. Nice. Können wir, oh, wir verlieren schon wieder einen. Also, okay, wir haben verloren. Die Zeit ist vorbei. Wir haben leider nur 2 Kontrollpunkte, die haben 3.
Schade, wir haben uns eigentlich nochmal gut zurückgekämpft. Wir hatten eigentlich nur noch, ich glaube, ein paar Sekunden waren das, bloß noch 30 Sekunden oder sowas. Ja, hätten wir noch verteidigen müssen, hätten wir, glaube ich, das Spiel gewonnen gehabt. Aber naja, so ist das halt. Manchmal geht es schneller, als man, wie man denkt dann, wenn denn, war, wenn man nicht aufpasst. Gut, das war's dann wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Schaut mal bei den anderen Projekten vorbei. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer T-Bones. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.